Hallo ihr Lieben, heute kommen wir wieder zur 365 Question Challenge, diesmal für den Monat September. Wir haben ja jetzt wieder Oktober und ich werde jetzt die Fragen für den September beantworten. Fangen wir wie immer an. Eins steht für den ersten, zwei für den zweiten, drei für den dritten und so weiter und so fort. Erstens, welche Entscheidung würdest du am liebsten nicht fällen? Gut, alle Veränderungen, die das Leben betreffen, beziehungsweise das Leben anderer betreffen, es ist für mich schwierig, Verantwortung. Ich kann Verantwortung übernehmen, ich muss es ja auch für mich selbst, für meine Tochter, für meine Familie. Aber das sind so Dinge, die ich glaube, damit hat jeder so Probleme, weil trifft man eine Entscheidung oder so und es ist eine Fehlentscheidung und es passiert irgendwas. Das sind halt so Dinge, womit ich so ein bisschen Probleme habe. Zweitens, was hinterfragst du? Ich hinterfrage sehr viel. Ich hinterfrage wirklich sehr viel und das ist auch zu viel zum Aufzählen. Drittens, was ist das Neueste, was du gelernt hast? Ja, bei meinem Fernstudium mit den Mineralstoffen, da bin ich jetzt dran und die sind ganz schön heftig. Und jetzt habe ich gelernt, was der Körper für Mineralstoffe braucht. Das weiß eigentlich jeder. Aber wie viel, ab welcher Dosis es toxisch sein könnte und wo das alles drin ist. Und ach Gott, da musste ich mir sogar extra noch ein Buch für kaufen, weil ich dann natürlich auch Testfragen beantworten musste und musste dann praktisch von meinem Essen, was ich ta den Tag vorher hatte, raussuchen, wie viel Mineralstoffe in welchem Essen von was eben drin sind. Also das war schon heftig. Wohin würdest du gerne gehen, ist die Frage für den vierten. Ich würde gerne überall hingehen, ohne Angst. Ich würde gerne alles tun können, wie alle anderen Menschen auch. Einkaufen gehen, shoppen, ganz normal. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Klamotten shoppen war, weil ich durch die Angst damit doch einige Probleme habe. Ich habe heute irgendwie eine komische Frisur, oder? Na egal. Fünftens, den letzten Arzttermin hast du gemacht, weil, naja, ich hatte damals schreckliche Magenschmerzen und ich dachte, ich müsste mich übergeben. Und ich wusste nicht so genau, was das ist und bin dann zum Arzt und habe ihr meine Beschwerden halt eben erzählt. Und ohne dass sie mich mal untersucht hat, ich hätte eine trockene Magen-Darm-Grippe. Und das war schon echt heftig. Und da habe ich trotzdem gesagt, sie sollte doch bitte mal gucken und mal hören. Das kommt halt davon, wenn man mit der Psyche Probleme hat, wird immer alles auf die Psyche geschoben und es wird kaum noch richtig untersucht. Und das ärgert mich halt ein bisschen. Aber ich habe sie dann doch dazu bekommen, dass sie mich untersucht und habe dann Tropfen gekriegt, die auch nicht geholfen haben, weil es war keine trockene Magen-Darm-Grippe. Ich habe sowas auch noch nie im Leben gehört, aber egal. Sechstens, nenne drei Dinge, die du heute erledigt haben solltest. Ja, meinen Haushalt, die Arbeit und meine Bewegung. Siebtens, was ist das Letzte, worüber du dich schuldig gefühlt hast? Da fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Achtens, mein Leben wäre einfacher, wenn, ja, ich keine Probleme mit der Psyche hätte. Dann wäre mein Leben um einiges einfacher, viele Sorgen weniger. Und um einiges an Druck weniger. Neuntens, schuldet dir jemand Geld? Ja, und zwar recht viel, aber das ist schon so lange her, ich krieg's nie wieder, das weiß ich. Es ist mindestens 15 Jahre. Nee, gar nicht wahr. Es ist 13 Jahre her. Wann war es das letzte Mal, als du einen Tag verschwendet hast? Die Frage für den 10. Das weiß ich nicht. Also ich finde, kein Tag ist eine Verschwendung. Man verschwendet keinen Tag. Jeder Tag ist eine neue Chance und keine Ahnung. Was ist dein Lieblingsgadget? Die Frage für den 11. Das ist mein Fitbit-Tracker. Ich habe hier von Fitbit den Charge HR2. Na komm, geh mal an. So. Ich habe davon aber auch mehrere Modelle. Ich habe zum Beispiel auch den Place, aber hier der Charge, der ist halt ein bisschen schmaler als der Place. Der Place ist halt noch breiter hier unten, also an dem. Ich trage Uhren immer falsch rum, so gesehen. Und das Display ist ungefähr doppelt so breit wie das hier und ich mag es halt eben ein bisschen schmaler. Aber Fitbit ist cool, also kann ich absolut empfehlen, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich habe darüber auch schon geblockt. Falls ihr Fragen habt, stellt sie mir ruhig.
Zwölftens, der Computer, den ich am meisten benutze, ist mein Chromebook. Ich habe hier so ein süßes kleines Chromebook. Also. Und das liebe ich. Also das ist so mein Begleiter für den Tag. Und daran mache ich im Prinzip alles, vor allem wenn es mal schnell gehen muss. Außer spezifische Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel für den Blog was downloaden muss von einem Bloggerportal, was eine ZIP-Datei ist oder. Das mache ich dann lieber mit dem großen Laptop. Und der PC ist mein Mann. Da gehe ich eigentlich gar nicht dran. Wofür auch? 13. Wie hast du deine Freizeit heute verbracht? Da ich nicht viel Freizeit habe, beziehungsweise mir nicht viel Freizeit nehme, habe ich sie mal mit Lesen verbracht. Also dann lege ich mich abends ins Bett, wenn ein bisschen Ruhe reinkehrt, und dann lese ich ein bisschen. Das brauche ich dann auch, oder ich höre mir mal ein Hörbuch an. Aber naja, ich nehme mir ehrlich gesagt in letzter Zeit zu wenig Zeit für mich selbst. Das ist mir aufgefallen, da habe ich auch mit Kami drüber gesprochen. Und sie hat auch gesagt, du musst jetzt endlich mal gucken, dass du wieder für dich an dich denkst. 14. Warst du heute gestresst und warum? Ja, ich war im September, bin ich immer noch. Also das ist noch nicht vorbei. Dadurch, dass mein Mann ja so krank war und so lange krank geschrieben war. Und man macht sich ja dann auch Gedanken. Ich alleine kann das Finanzielle, was dann wegfällt, nicht aufholen. Ich kann nur das machen, was ich immer mache. Und da ja auch ein Teil wegfällt durch Krankengeld und den ganzen Scheiß, habe ich mir extrem viele Gedanken gemacht, die aber wohl umsonst waren, weil es doch gerade so noch gepasst hat. Also aber man macht sich halt eben Gedanken. Es ist ja so, vor allem, weil ich im Moment alles alleine regel. Und das ist manchmal doch ein bisschen viel Verantwortung auch. 15. Was war das Letzte, was du einer anderen Person gesagt hast? Ich trage das abends ein. Und meistens ist dann das Letzte, was ich zu einer anderen Person gesagt habe, dass ich meinem Mann gesagt habe, gute Nacht, schlaf schön und ich liebe dich. 16. Wer schmiss die letzte Party, auf die du gegangen bist? Mein Bruder. Ich glaube, ich hatte auch ein Video von gemacht. Ne? Ja, das habe ich. Vielleicht blende ich es euch hier oben mal ein. Das war eine coole Party. Da war noch alles okay für dieses Jahr. Ja. Ja, und einen Monat später sah schon wieder einiges anders aus. Na, egal. 17. Was lief heute perfekt? Na, egal ist es auch nicht, aber kein Thema für hier. Ihr merkt gerade, ich bin schon wieder sehr viel, mein Kopf ist wieder am Rattern. Das sind halt so diese, ich meine, ich gehe ja immer wieder ein bisschen zurück mit den Fragen und beantworte das dann. Und manchmal sind Erinnerungen schön und manchmal sind Erinnerungen ein bisschen schmerzhaft. Und ja, 17. Was lief heute perfekt? Es war halt ein perfekter Sonntag, Gammeltag, wie mir sonntags eben mögen. Sonntags ist Freizeit für uns angesagt. 18. Wie alt fühlst du dich? Also in der letzten Zeit wie 90. Mindestens wie 90. Ich will nicht jammern. 19. Oh mein Gott. ... Bald ist schon Oktober. Ja. Jetzt ist Oktober. Heute haben wir den 2., glaube ich, ne? Ja, 2. Oktober. Und Montag, der 2. Oktober. Ja. Die Zeit rast. Ich sag euch, die Zeit rast. 20. Was für eine Art von Druck hast du heute gespürt? Einen innerlichen Druck. Darauf will ich jetzt eigentlich auch nicht näher eingehen, weil das ein Druck ist, den man, der sehr unschön ist und mit dem man auch nicht wirklich so gut klarkommt. Und mein Arzt hat zum Beispiel gesagt, mein Körper sucht sich eben ein Ventil, um mit diesem Druck klarzukommen, und dieses Ventil ist im Moment echt übel. Also 21. Das letzte Geschenk, was ich erhalten habe, ja, das war Üpos von der Kami. Das Paket, das kann ich euch auch jetzt gerade mal hier oben irgendwo, So, das Unboxing davon. 22. Würdest du den heutigen Tag ändern? Nein. Ich will überhaupt keine Tage ändern. Die Tage sind so, wie sie sind. Ich meine, ich würde mich gerne ändern, ja, und dafür muss ich halt an mir arbeiten, was ich auch mache. Aber ich will nichts an dem Tag ändern, weil ich finde,
alles hat seinen Sinn. Also mehr oder weniger. Da bin ich jetzt wieder an so einem Punkt, wo ich jetzt am Nachdenken bin. Es gibt Dinge, die für mich halt eben keinen Sinn machen, die passiert sind bei uns. Aber wenn jetzt zum Beispiel heute, wenn ich jetzt zum Beispiel heute sage, ich habe jetzt einfach keinen Bock, irgendwas zu machen, hat das schon einen Sinn, weil mein Körper dann halt eben die Ruhe braucht, oder? Ich denke mal, ihr wisst, was ich damit sagen will. 23. Ich glaube, Punkt, 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 ich brauche Urlaub. Wenn ich könnte, ich glaube, ich würde meine Tasche packen und erstmal 2 Wochen auf die Malediven und die Seele und die Beine und alles baumeln lassen, was ich nur habe. 24. Was wünschst du dir heute übersprungen zu haben? Überspringen. Keine Ahnung. 25. Hattest du deinen Tag in Kontrolle? In Kontrolle, ich denke mal unter Kontrolle. Ja, den habe ich. Ich habe meine Tage eigentlich fast immer unter Kontrolle, außer es kommt wirklich was Drastisches dazwischen, was mich dann aus der Bahn wirft. Dann habe ich nichts mehr unter Kontrolle. Dann ist vorbei. Also 26. Was machte diesen Tag lebenswert? Quatsch, lohnenswert. Lebenswert, lohnenswert. Also für mich ist jeder Tag lohnenswert und auch lebenswert. Ich habe halt gelernt, die Prioritäten ein bisschen anders zu setzen. Ich habe früher auch, ich hatte dann mal Langeweile, dann habe ich gedacht, boah, was ein Scheißtag. Nee, nee, also das hat sich bei mir total geändert. Langeweile gibt es nicht mehr. Die Zeit wird sinnvoll genutzt oder ich bin halt wie momentan sehr im Druck. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so unter Druck setze bei so vielen Dingen, aber es ist halt eben momentan so. Ich will mit meinem Fernstudium fertig werden. Ich will, ich will, ich will, ich will und setze mich dementsprechend auch unter Druck. Und ja, irgendwann ist dann so Error. Egal. Auf jeden Fall ist trotzdem jeder Tag lohnenswert und auch lebenswert. 27. Warst du ein guter Zuhörer heute? Ich höre eigentlich immer zu und ich bin eigentlich immer ein guter Zuhörer. Und bei mir sind Dinge auch sicher, wenn ich sie erzählt bekomme. Also ich bin keine Tratschtante, also ich würde nichts weiter erzählen, was mir anvertraut wird. Also das geht gar nicht. Da kenne ich halt andere Kaliber, denen man irgendwas erzählt, wo dann irgendwo mal was fällt oder so, obwohl es im Vertrauen erzählt worden ist. Und da könnte ich echt im Strahl kotzen. Egal. 28. Ich habe niemals. Ja, was habe ich niemals? Ich habe niemals Steine gegessen. Ich habe niemals Bungee Jumping gemacht. Ich habe niemals. Keine Ahnung. Ich habe so vieles niemals gemacht. Ich glaube, wenn ich das aufzählen würde, dann wäre ich morgen noch dran. Ich kann ja leider nicht so viel machen wie andere. Auf der anderen Seite, wer weiß, wofür es gut ist. 29. Hast du jemals gegen das Gesetz verbrochen? Und wenn ja, wie? Hab ich nicht. 30. Hast du dich heute gelangweilt? Nein, ich kenne keine Langeweile. Langeweile gab es mal. Und ich kenne sie nicht mehr. Und ist auch gut so. Wenn ich dann höre, manche denken, ach, mir so langweilig. Nee, also ich kenne Langeweile nicht mehr. Und ist auch okay so. Obwohl manchmal wünsche ich mir schon dieses Gefühl der Langeweile, weil dann kann der Körper nämlich mal runterfahren und man hat dann auch mal Ruhe. So, das waren die Fragen für September. Jetzt haben wir schon Oktober. Das ist so krass. Der Herbst ist da. Ja, bei uns hier hinten wird schon alles so bunt. Und ich wollte eigentlich basteln, aber da fehlt mir momentan auch die Zeit für. Ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie mal gepeilt. Ich wollte Eulen basteln. Ich habe schon Tisch, Toilettenpapier und Zebrarollen gesammelt. Ich wollte so eine Eulenfamilie machen, so mit Mama, Papa und Kinder. Und hast du nicht gesehen, dann wollte ich noch Taschen basteln, weil ich der Kami auch noch ein bisschen Tee schicken wollte. Ich wollte so viel, aber kommt so nichts. Ist schon geil. Ja, aber der Herbst, ich mag den Herbst. Ich mag Herbstspaziergänge, vor allem wenn die Sonne scheint. Und ich mag das auch. Wenn es jetzt regnet wie heute, dann mache ich es mir drinnen schön gemütlich und trinke dann Kakao und lese dann ein bisschen, wenn ich dann halt Zeit habe.
und lasst es mir einfach gut gehen. Und das solltet ihr auch. Ihr solltet die Zeit nutzen, ihr solltet euch es gut gehen lassen. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und ja, bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Bis dann!